Es geht noch lauter, macht mal Lärm! Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, zahlreiche Menschen in vielen Ländern sind heute auf der Straße, um gegen ein Handelsabkommen zu demonstrieren, das die demokratischen Spielregeln völlig missachtet. Nicht nur, dass ACTA hinter verschlossenen Türen ohne Vertreterinnen und Vertretern von Zivilgesellschaft und Wissenschaft ausgehandelt wurde. Der Verhandlungsprozess wird zudem auch bewusst intransparent gehalten. Eine Art und Weise, die im 21. Jahrhundert schon längst überholt sein müsste. Politiker fragen, woher Politikverdrossenheit in Deutschland oder sonst wo seinen Ursprung hat, so gibt es dafür eine plausible Antwort. Genau im Verfahren solcher Abkommen. Ein Handelsabkommen, das die Zivilgesellschaft überging und stattdessen Lobbyisten und Unternehmen verhandeln dies. Das hat nicht nur die Zeichen der Zeit erkannt, sondern ist auch hochgradig demokratiefeindlich. Ja, ACTA zeigt zusätzlich eine Entwicklung bei der Rechtsdurchsetzung auf, die für die grüne Jugend Hessen unverhältnismäßig und potenziell grundrechtsgefährdend ist. We say no! You say ACTA, we say no! You say ACTA, we say no! You say ACTA, we say no! In einer Zeit, in der Veränderungen und Potenziale einer digitalen Gesellschaft nach einer progressiven und gestaltenden Politik verlangen, atmet ACTA die Luft der Repression. Ein Weg, der immer stärker auf Verfolgung setzt und die bestehende Urheberrechtspolitik der vergangenen Jahrzehnte gegen notwendige Veränderungen zu zementieren versucht, lehnen wir entschieden ab! Gerade die Verfolgung der Urheberrechte macht auch bei den Ärmsten der Armen nicht Halt. Mit ACTA können Generika, also günstige, aber wirkungsgleiche Medikamente beschlagnahmt werden. Die medizinische Versorgung, die in Entwicklungsländern ohnehin prekär ist, würde dadurch zusätzlich erschwert werden. Ein Zustand, gegen den es sich lohnt, so lange auf die Straße zu gehen, bis dieses Abkommen fällt. ACTA steht in seinem Geist der Kontrolle und Verfolgung unseren Vorstellungen diametral entgegen. Die grüne Jugend Hessen unterstützt die internationalen Anti-ACTA-Proteste und wird alles dafür geben, dass dieses Abkommen Teil der Geschichtsbücher wird, aber niemals Realität. Vielen Dank!